Ja, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir eine schöne Location haben, aber aus verschiedensten Gründen diese viel zu klein ist, um verschiedene Bilder zu machen? Ja, damit herzlich willkommen und darum geht es in diesem neuen Video. So, wir sind heute in so einem winzigen Schrein und jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir so alle Ecken gut nutzen und damit es so aussieht, als wäre der Schrein größer in echt. Und ich habe die 85 mm 1-2, um halt so Porträts zu machen und das 28-70, um so Videoshots zu machen und ein bisschen weitere Fotos und mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass man den Hintergrund, also für die ganzen Häuser, die hier außenrum sind, nicht so bemerkt. Und ja, hier nebendran ist auch noch eine schöne Straße. Also vielleicht kriegen wir jetzt auch so ein bisschen so Anime-Look-mäßige Sachen, wo man halt so diese Kabel sieht am Himmel und so. Das kriegen wir auch noch ganz gut hin. Jetzt bin ich gespannt, unser Model kennenzulernen, weil die kommt jetzt gleich. Und es hat ganz spontan noch geklappt und ich bin voll happy. Und danke, Michelle, fürs Filmen, wie immer, und dabei sein. Und let's go. Ja, als wir noch in Japan waren, haben wir uns mit der Elvira getroffen und sie hatte uns eben diese Location vorgeschlagen, also diesen kleinen Schrein. Als wir dann ankamen, waren wir auch ein bisschen schockiert, weil es sehr, sehr klein war. Aber wir dachten, okay, wir machen das Beste draus. Also, wir haben, wie ihr seht, links angefangen vor dieser Wand und haben dann einmal frontal von vorne ein Foto gemacht. Und hier auch schon mein erster Tipp: Wenn ihr wenig Platz habt, bewegt nicht jedes Mal das Model, sondern bewegt euch selbst, dass ihr praktisch um das Model rumlauft und von verschiedenen Perspektiven Fotos macht. Dann sieht es immer so aus, als hättet ihr einen anderen Hintergrund, aber eben das Model bleibt am ähnlichen Platz stehen. Und was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn man nämlich 5000 verschiedene Posen macht und das Bild immer gleich aussieht vor der gleichen Position. Deshalb macht mich das immer ganz nervös, wenn wir zu lange an einer Stelle stehen und ich versuche dann zu variieren, damit einfach die Person, die die Fotos nachher bekommt, eine gute Auswahl hat. Also, wenn ihr unterwegs seid und ihr wenig Platz habt, dann bitte wechselt erstmal eure Position und dann die Position des Models. Natürlich kann man dann auch mit verschiedenen Brennweiten experimentieren, was ich ja auch gemacht habe. Und ich habe ja hier auch weitestgehend mit den 28-70 fotografiert. Was ich übrigens auch noch gemacht habe, um dem ein bisschen Varianz zu geben, ist mit der Photoshop-Beta-Version noch ein paar Hintergründe einzufügen und praktisch diese ganzen Häuser außenrum so ein bisschen auszublenden. Wie ihr seht, haben wir den Weg genutzt und die Tore in den Hintergrund gestellt und hier sieht man auch die ausgetauschten Hintergründe durch die Photoshop-KI. Da findet ihr auf diesem Kanal auch noch ein paar Shorts dazu, wie der Bearbeitungsprozess war. Also schaut euch die gerne an, wenn ihr mögt. Ja, übrigens, wenn ihr euch fragt, wann einem das mal wirklich passieren kann, dass man so eine kleine Location hat, wo man nicht raus kann. Also ich hatte das einmal bei einer Hochzeit. Da hat es so krass geregnet, dass wir praktisch einfach nur einen Punkt hatten vor der Kirche, wo ein Dach drüber war, wo wir Fotos machen konnten. Und wir konnten uns nicht bewegen. Also nicht daraus bewegen, weil es halt geschüttet hat. Und dann mussten wir improvisieren und verschiedene Blickwinkel sammeln, damit es eben nicht so aussieht, als wenn wir eine halbe Stunde an der gleichen Stelle gestanden. Das war es dann mit dem Schrein und das waren, keine Ahnung, es waren vielleicht 60 Quadratmeter und ich finde, wir haben wirklich eine gute Varianz an Bildern rausholen können. Nochmal zusammengefasst: einmal um das Model rumlaufen und zwar an jeder Location, immer auf den Hintergrund achten, dass der immer verschieden aussieht und mit verschiedenen Brennweiten und Blendenzahlen experimentieren, damit man eben verschiedene Bilder hat. Selbstverständlich natürlich auch mit verschiedenen Posen, aber das ist ja klar an der Stelle. Und natürlich immer achten aufs Licht im Gesicht. Vor lauter verschiedenen Locations sollte trotzdem noch das Licht im Gesicht gut sein. Dann bin ich ein bisschen rausgelaufen und habe in der nächsten Straße, also direkt nebenan, dieses schöne Blumenbusch-Dingens da gefunden. Und da haben wir auch noch ein paar schöne Fotos gemacht. Und auch hier schnell weiterziehen, verschiedene Inhalte machen, weil im Endeffekt braucht niemand 5000 gleiche Bilder. Und da haben wir dann auch noch mal mit den Posen experimentiert. In der Zwischenzeit hatte ich ihr auch mal gezeigt, wie die Fotos aussehen. Und sie hat mir dann auch noch ein bisschen Feedback gegeben, welche Posen ihr noch gefallen würden. Und die hat sie mir dann gezeigt. Die fand ich sehr schön. Dann sind wir einfach noch ein bisschen weitergelaufen durch die Straße. Und immer, wenn ich was Schönes gesehen habe, habe ich sie hingestellt und gesagt: Hey, komm, wir machen hier noch zwei, drei Fotos. Und dann haben wir es geschafft. Und hier habe ich dann auch mal die Farben vom Kimono und den Blumen angepasst. Das ist also sehr blau. Und da gibt es dann aber auch noch eine lilane Version.
Und ja, einfach um mehr Varianz zu generieren. Und in den Vordergrund haben wir mit KI noch so ein paar kleine Büsche reingebaut. Und dann haben wir noch so einen kleinen Park gefunden. Der war auch richtig süß, aber da wurden wir einfach nach gefühlt 3 Minuten rausgeschmissen, weil der zumacht. Hier finde ich das Format ganz spannend, weil die ja ganz unten klebt und es so ein bisschen dynamischer wirkt. Das gefällt mir gut. Hier, wie ihr seht, habe ich auch wieder auf das Licht im Gesicht geachtet. So, hier sehen wir dann noch ein paar auf der anderen Seite. Das heißt, auch wieder kleine Location, habe ich sie einfach auf die andere Seite von diesem winzigen Weg gestellt. Und dann haben wir direkt ein ganz, ganz anderes Bild, obwohl wir uns einfach nur, keine Ahnung, 3 Meter bewegt haben. Danke nochmal an Elvira und Michelle fürs Mitmachen. Vielen Dank an Gina fürs Schneiden, wie immer. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn man einfach so mit offenen Augen durch die Stadt oder durch die Straße geht und immer, wenn man was Schönes findet oder sagt, boah, das wäre ein cooler Hintergrund für ein Porträt, einfach kurz ein Foto machen. So mache ich das auch immer, wenn ich durch Karlsruhe spaziere und wenn ich was Schönes finde, speichere ich es mir ab. Irgendwann brauche ich es bestimmt. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und ich freue mich. Bis dann. Tschüss.